Bei unserem nächsten Projekt soll es um die Steuerung eines Bahnhofs gehen. Also wählen wir Module bei einer leeren Arbeitsfläche und dort das Modul 2-12aheim und ziehen das relativ auf die Mitte der Arbeitsfläche. Es geht jetzt nicht so sehr um Streckenentwicklung, sondern um die Funktion eines Bahnhofs. Also werden links und rechts jeweils einfache Wendemodule angeschlossen. Im weiteren Verlauf soll es um eine Strecke ohne Oberleitung gehen. Deshalb wähle ich das Modul Aheim an, gehe jetzt auf den Verzeichnisbaum. Hier im Modul Aheim durch zwei Ebenen auf die Markierung Oberleitung und bestätige mit OK. Ich kann die jetzt entweder komplett löschen oder unsichtbar machen, indem ich hier unten rechts auf das Auge klicke. Im dritten Schritt geht es um die Steuerung der Signale. Solange ich im Planungsmodus bin, erkennbar hier oben links an dem Bleistift, kann ich das Signal nicht direkt steuern. Es geht um dieses Signal und diese Signaltaste. Ich drücke jetzt zweimal auf die Signaltaste. Es ändert sich nichts, sondern ich wähle, weil ich ja im Planungsmodus bin, das Modul Aheim an. Wenn ich in den Simulationsmodus wechsle, erkennbar an der Lokomotive hier oben, kann ich sowohl auf dem Stelltischfeld als auch an dem Signal selber, ich erkenne das hier unten rechts, dass ich das angewählt habe, die Signalstellung ändern. Bitte beachten, Schalter und Signal sind gekoppelt, verhalten sich also immer synchron. Jetzt soll eine Dampflokomotive die Strecke befahren. 3D-Modelle, Bahn, Rollmaterial, Dampfloks. Ich wähle die 01118, setze die hier aufs Gleis. Die braucht natürlich einen passenden Tender und gebe ihr die Geschwindigkeit 200 mm pro Sekunde. Wie wir gleich sehen werden, ignoriert die Lok das geschlossene Signal hier komplett. Eine Beeinflussung des Zuglaufs durch Signale lässt sich nur über die Ereignisverwaltung erreichen. Dazu merke ich mir zunächst einmal den Namen unseres Signals oder schreibe ihn mir auf. Das war N103. Zur besseren Übersicht wechselt man dann am besten in die 2D-Kamera technische Zeichnung, zoomt an die entsprechende Stelle heran und sieht, es gibt ein Gleis Halt N103. Ich wechsle jetzt in das Fenster für die Ereignisverwaltung, kreiere ein neues Ereignis und gebe ihm den Namen Halt. Das Ereignis soll dann eintreten, wenn ein Zug ein Gleis betritt, und zwar das Gleis Halt N103.
Das soll gelten für alle Loks, die dieses Gleis betreten. Ich muss das jetzt hier über den Verzeichnisbaum aussuchen. Halt N103. Falls die Lok oder der Zug dieses Gleis betritt, soll er angehalten werden. Also als Aktion. Spezifische Objektaktion, Lokgeschwindigkeit setzen. Das ist jetzt dann die Lok, die das Gleis betritt. Also Auslöser 1, Doppelpunkt Lok. Und genau dieses Gleis, was wir gerade ausgewählt haben, Halt N103, Lokgeschwindigkeit auf 0. Aber die Lok soll nur anhalten, wenn das Signal rot, also geschlossen, zeigt. Also gebe ich noch eine Bedingung vor. Und zwar, Signal steht auf Position. Jetzt kommt unser gemerktes Signal ins Spiel. Signal N103 steht auf geschlossen. Nur in diesem Fall hält die Lok an. Okay, zurück in den 3D-Modus. Und jetzt lassen wir unsere Lok kommen. Sie hält an, aber wie wir sehen, viel zu spät. Der Zug muss also abbremsen, in dem Fall, dass das Signal N103 geschlossen zeigt. Dazu gehe ich zunächst einmal wieder in den 2D-Modus technische Zeichnung und sehe, es gibt ein Gleis Bremsen N103. Dieses benutze ich für den nächsten Eintrag in der Ereignisverwaltung. Diesen Eintrag nenne ich Bremsen. Das Ereignis tritt ein, wenn irgendeine Lok das Gleis Bremsen N103 betritt. Und zwar in dem Fall, dass das Signal N103 auf geschlossen steht. Als Aktion gebe ich an, spezifische Objektaktionen, Lokgeschwindigkeit setzen, Auslöser Lok, Gleis, Bremsen N103 auf die Hälfte der normalen Geschwindigkeit. Ich wechsle in den 3D-Modus und wir sehen, was jetzt passiert. Die Lok hält punktgenau vor dem Signal an. Unsere nächste Aufgabe besteht darin, dass die Lok auch wieder abfährt, wenn das Signal auf offen geschaltet wird. Das ist bislang nicht der Fall. Lok bleibt stehen. Also ist ein dritter Eintrag in der Ereignisverwaltung nötig. Diesen Eintrag nenne ich Abfahrt. Das Ereignis tritt ein, wenn das Signal schaltet
Und zwar unser Signal N103. Und wenn es die Position offen einnimmt. Als Aktion spezifische Objektaktionen, Lokgeschwindigkeit setzen, alle Loks, die auf dem Gleis, und dort steht unsere Lok auf jeden Fall, Halt N103 steht. Und sie soll wieder die alte Geschwindigkeit einnehmen. Bestätigung mit OK. Wir bestätigen das Signal und die Lok fährt ab. Das Signal ist ja jetzt noch geöffnet. Wenn die Lok das nächste Mal kommt, fährt sie durch. Und wenn ich das Signal schließe, hält sie an.